Relationship von Schuhe. Kapitel 4. Schuhe wird 17. Ja, das hier ist kein Relationship-Update, sondern ja, bitte billiges Trötgeräusch einfügen. Schuhe feiert nämlich ihren 17. Geburtstag. Yay! Ich hoffe, ich bin nicht so verpeilt, dir das an den richtigen Tag zu schicken. Ich wollte dir nur alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen, Schuhe, denn du wirst heute 17. Glaube ich. Ich weiß, dass du 17 wirst, aber ich meine, dass du an diesem Tag 17 wirst. Und ich hoffe, ich habe es nicht verpeilt, dir diesen Link zu schicken. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Denn das 17. Lebensjahr ist der Hammer. Es ist wichtig für dich. Du bist schließlich dabei gerade, dein Abitur zu machen. Und ich bin mir sicher, dass wenn du mit genauso viel Elan, wie du dabei bist, deine Bücher zu schreiben, ein Mega-Abi machen wirst. Und ich drück dir dabei auf jeden Fall fest die Daumen, dass du das 12. Schuljahr rocken wirst. Nein, ich drück dir überhaupt nicht die Daumen. Ich bin mir dabei relativ sicher. Du schreibst Hammergeschichten. Dafür will ich mich bei dir bedanken. Aber auch bei deinen Eltern, dass sie so intelligent waren, dich zu zeugen. Denn die vergisst man dabei immer relativ schnell. Und danke für deine Bücher. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Instagram-Livestreams, die ich mir immer sehr gerne anschaue, auch wenn ich nicht bei jedem dabei bin. Ich wollte mich für so vieles bei dir bedanken und ja, und dir einfach nur alles Gute bei diesem neuen Schritt in dein Leben bieten, weil du bist jetzt das letzte Jahr offiziell Kind. Und das ist irgendwie schon was Wichtiges. Und du bist halt danach kein Kind mehr offiziell, sondern eine junge Erwachsene. So, ich kann heute nicht richtig reden. Ich wünsche dir alles Gute. Du sollst gesund bleiben. Ich hoffe, dass dein Schnupfen wieder weg ist. Du sollst energievoll bleiben, deine Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und glaube mir, das nächste Jahr wird scheiße in der Schule. Aber ich verspreche dir, wenn du das geschafft hast, dann wirst du danach so übelst glücklich sein. Denn Wissen heißt Macht. Und wie wir mit deinen tollen Büchern gelernt haben, kannst du ganz einfach Leute begeistern mit deinen Worten und Leute mitreißen mit deinen Worten. Und somit dürfte es überhaupt kein Problem sein für dich, einen Schritt zu fassen. Du könntest einfach Relationship ausdrücken, zum nächsten Verlag schicken. Die würden das veröffentlichen. Du musst ja nicht mal festarbeiten. Du würdest damit viel Geld verdienen können, weil du echt gut bist. Lass dich niemals unter den Teppich kehren, denn du bist eine, wie ich dich kennengelernt habe, über deine Livestreams, über deine Bücher, über deine Kreativität und deine offene Art und deine freundliche Art vor allen Dingen, weil das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ein so guter Mensch. Und ich finde, du solltest einfach so weitermachen wie das letzte Jahr. Zumindest das, was wir von dir gesehen haben. Und das war echt gut. Und es ist egal, ob man dich jetzt jung oder alt nennt und ob dieser Tag nun besonders ist oder nicht. Denn eigentlich müssten wir jeden Tag feiern. Bei jeder Tag des Lebens ist an sich ja anscheinend was Besonderes, weil wir werden ja jeden Tag einen Tag älter und wir sollten nicht nur den Tag feiern, an dem du einmal mit der Erde um die Sonne gekommen bist. Denn du bist ein so guter Mensch. Und das sollte man eigentlich wie fast jeden Geburtstag von vielen Menschen jeden einzelnen Tag feiern. Und es hört sich zwar kacke an, wenn ich das sage, aber das Leben kann so schnell vorbei sein. Also die Jahre rasen vielleicht schon an dir vorbei. Die Zeit vergeht so unglaublich schnell. Als Kind, ich kann mich noch genau erinnern, war es so, als würde ich ewig bis Weihnachten warten. Und nun, ich bin noch immer in 2014.
Also nutze die Zeit sinnvoll und mach es nicht so wie ich und guck dir irgendwelche random YouTube-Videos an und verliere dabei dein Ziel nicht aus den Augen. Ich weiß, das Internet ist leicht zu begeistert jeden einfach. Aber wir wollen mehr Kapitel und wir wollen, dass du ein toll weiterführende Bücher schreibst und darauf würden wir und spreche ich, glaube ich, im Namen aller, wenn wir sagen, bitte schreib mehr und bitte bleib gesund und bitte bleib so motiviert und so, wie du dich präsentierst, denn das ist echt sympathisch. Ich weiß nicht, was ich noch sagen sollte. Ich hoffe, ich konnte meine Freude, dass es dich gibt, rüberbringen, denn ich freue mich wirklich, dass es dich gibt, sonst hätte ich nicht so viel Spaß beim Synchronisieren deiner Bücher, beim allem, also beim Lesen deiner Bücher, beim Synchronisieren. Du motivierst halt damit auch, weil du sagst auch, hey, schreib mich an, ich bin ein ganz normaler Mensch und das finde ich einfach toll, weil du bist echt cool und du bist echt sympathisch und ich finde es toll und ich wiederhole mich hier die ganze Zeit. Einfach nur alles Gute zum Geburtstag und danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Feier ihn schön, denn es ist dein Geburtstag. Schönen Tag noch. Ich habe mir das gerade nochmal angehört. Ja, es tut mir leid, dass ich so viel Scheiße gelabert habe. Aber ich habe mich einfach nur so gefreut, sowas machen zu können. Es ist mir eine Ehre, für dich synchronisieren zu dürfen, Jewel. Und auch auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Ich erhebe mein imaginäres Weinglas vor dir. Aber, naja. Ich habe mich anscheinend sehr viel im Kreis geredet und normal rede ich auch nicht so, aber wie gesagt, ich war müde. Es tut mir leid. Prost. Ciao. Bye. Schönen Geburtstag.